Der Mann, der den Krieg in der Ukraine vorausgeahnt hat. Wir sprechen mit ihm natürlich auch gleich darüber. Aber zuerst in der anderen Funktion, dass er eben Tag für Tag im ukrainischen Fernsehen vor der Presse die Politik des ukrainischen Präsidenten erklärt. Oleksiy Areshchovytsch, warum hat der ukrainische Präsident gesagt, der deutsche Bundespräsident soll bitte nicht nach Kiew kommen? Guten Morgen. Ich weiß nicht genau, warum er es gesagt hat, aber er hatte meiner Meinung nach seine Gründe dafür. Der Präsident führt eine sehr ausgeglichene Politik und für seine Aussage hat er bestimmt Gründe, die er als gewichtig betrachtet. Diese Frage fällt eher in die Kompetenz des präsidialen Pressedienstes. Ich meinerseits kann nur sagen, der Präsident trifft jetzt keine Beschlüsse ohne sehr, sehr genaues Abwägen aller Argumente. Wenn wir das aus deutscher Sicht betrachten, dann hat Frank-Walter Steinmeier sich für verfehlte Russland-Politik entschuldigt. Er steht klar an der Seite der Ukraine. Spielt Ihr Präsident damit nicht Putin in die Hände, indem er mit einer solchen Entscheidung den Westen spaltet? Mir scheint, dass die Hauptargumente anders waren. Der Präsident erwartet ja den Bundeskanzler als eine Figur, die unmittelbar praktische Beschlüsse fassen kann, die die Ukraine akut braucht. Unter anderem in Bezug auf Waffenlieferungen. Das ja auch vor allen Dingen um diese Großoffensive, die alle erwarten, im Osten, um den Donbass in der Ukraine anders zu gestalten. Alle sagen, das wird die Schlacht um den Donbass, das wird vielleicht sogar die Kriegsentscheidung. Wie sehen Sie das? Die Russen haben ihre Offensive in 9 operativen Richtungen angefangen. In 6 davon mussten sie eine Niederlage einräumen, in den anderen 3 wurden sie zum Rückzug gezwungen. Momentan konzentrieren sie ihre Anstrengungen auf Mariupol, auf den Osten und Süden der Ukraine. Und jetzt befinden wir uns in der Situation, wo wir schwere Waffen brauchen, um unseren Feind aus unserem Land zu vertreiben. Der Feind hat seine Kräfte gebündelt, auf bestimmten Frontabschnitten sind sie uns zahlenmäßig überlegen, nun sind wir erschöpft. Sie sind auch erschöpft, aber sie haben die Reserven und die Ressourcen, um eine sehr starke Gruppierung im Osten der Ukraine aufzubauen. Und das Schicksal von Mariupol, das Schicksal von unseren Verteidigern, von unseren Brigaden, die dort im Gefecht stehen, und die Antwort auf die Frage, wie viele Städte wie Butscha wir noch bekommen werden, hängt davon ab, ob der Westen uns die Waffen liefert. Deutschland hat in den letzten 49 Tagen einen beeindruckenden Weg durchgemacht. Und zwar den Weg von der Absage der Waffenlieferungen, von der Lieferung von 5000 Schutzhelmen bis hin zu Verhandlungen über die Lieferung von schweren Waffen. Und dabei ist Deutschland offensichtlich nicht am Endpunkt angelangt. Ich meine, auch die Deutschen haben die Zerstörungen und Gräueltaten in Butscha, Gostomel und in den anderen ukrainischen Orten gesehen. Das kennt Deutschland schon von 1945. Wir haben es jetzt mit derselben Roten Armee zu tun. Die jetzige unterscheidet sich durch nichts von der damaligen. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, sehen wir die gleichen Vergewaltigungen, Morde und Raub, die damals aus Ekel vor Zivilisation begangen wurden. Und die Bereitschaft Deutschlands, zumindest die mündliche, uns die Waffen doch zu liefern, hat das ukrainische Volk und den Präsidenten sehr berührt, weil jeder bei uns genau weiß, dass wegen der ausbleibenden Marder und Leoparde unsere Kinder sterben müssen, unsere Frauen werden vergewaltigt und unsere Zivilisten werden ermordet. Herr Areshchovytsch, kann ich mich einmal kurz fragen, weil die Frage wäre ja, ich kann verstehen, man braucht Gerät, um sich zu verteidigen. Aber inwieweit hilft Gerät, auf das die ukrainischen Soldaten vielleicht gar nicht geschult sind, also mit dem sie dann sogar vielleicht im Gefecht Probleme haben könnten? Wissen Sie, wir haben schon technisch komplizierte Waffensysteme erhalten, darunter auch solche, die ein hohes Niveau von technischen Kenntnissen bei dem Personal voraussetzen. Die Briten liefern uns enorm komplizierte Luftabwehrsysteme. Es hieß übrigens, man brauche 3 Monate, um das Personal zu schulen, damit umzugehen. Unsere Fachleute haben es in 2 Wochen geschafft. Die Panzer und die gepanzerten Fahrzeuge können wir in 3 Tagen in den Griff bekommen. Wir haben ja genug mit den westlichen Armeen geübt. Viele unserer Soldaten kennen diese Technik mindestens vom Sehen.
kennen sie aus Wettbewerben. Ich bin selbst ein Offizier, ich kenne unsere Streitkräfte und Sie können mir glauben, diese Technik beherrschen wir in 3 Tagen. Die Hauptsache sind die Lieferungen und um den Rest werden wir uns selbst kümmern. Sagt Oleksiy Arestowitsch, er ist der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Vielen Dank für Ihre Ausführung nach Kiew. Danke. Tschüss.